So Freunde, euer Simon hier, es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein Thema, das mir ganz ehrlich und das ohne Spaß ziemlich am Herzen liegt. Ein kleines Diskussionsthema. Ich möchte hier mit euch eine Sache diskutieren, die YouTube betrifft, die Fitness-YouTube betrifft. Ich möchte mit euch so ein bisschen die Frage beantworten, was ist da los gerade mit Fitness-YouTube? Wo kommt all diese Missgunst her, dieser Hass her? Und gibt es da noch eine Zukunft? Und warum sitze ich hier auf der Couch? Wir haben gerade eine Couch geliefert gekriegt. Die ist ganz cool, aber die passt nicht ins Büro, die passt nicht durch die Tür. Und warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil ich da Lust drauf habe. Weil ich gerade Lust darauf habe, ich habe mich hier einfach hingesetzt und es ist mein Kanal. Ich bestimme, was auf diesem Kanal läuft. Und ich habe den großen Luxus, das tatsächlich machen zu können, wie immer ich Lust habe. Das heißt, wenn ich Lust habe, Werbung zu machen, dann mache ich Werbung. Wenn ich keine Lust drauf habe, dann mache ich sie nicht. Und ich mache meiner Meinung nach viel zu wenig Werbung dafür, dass ich eigene Produkte habe. Und darum geht es auch ein bisschen bei diesem Thema. Ich habe mal geschaut, ich wollte eigentlich, ich habe vor ein paar Wochen das Video gemacht, Top 3 YouTuber englischsprachig. Ich habe euch da englischsprachige YouTuber genannt, die ich sehr, sehr gut finde, die sehr viel Mehrwert bieten. Und ich weiß noch, dass ich bei der Recherche, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Es gab so viele englischsprachige YouTuber, die ich super fand, die so viel Mehrwert bieten, die so tollen Content machen, die auch im Vlog-Bereich ganz, ganz tollen Content machen, wie die auch damit mit ihren eigenen Interessen, mit ihrer eigenen Person umgehen. Da gibt es so viel, so tolle Sachen. Und da haben einige geschrieben, Simon, mach das doch mal im deutschsprachigen Bereich. Und dann habe ich geschaut und ich habe ja schon ein paar vorgestellt. Ich bin immer dafür, Leute vorzustellen. Ich bin unglaublich dankbar oder ich wäre auch an eurer Stelle unglaublich dankbar für dieses YouTube-Tutorial-Ding und so weiter. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Und wie gesagt, ich habe da mal ein bisschen geschaut und ich habe nicht wirklich was gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bei neuen Kanälen habe ich nicht wirklich was gefunden. Das liegt zum Teil wahrscheinlich auch an YouTube, weil es einfach wenig vorgeschlagen wird. Man müsste wirklich irgendwo suchen. Deswegen schreibt vielleicht auch hier unter diesem Video mal ein paar coole Kanäle, die vielleicht sonst kaum jemand kennt. Nutzt das Ganze. Ich werde es euch nicht löschen. Nutzt das Ganze mal vielleicht auch als Arena, wo ihr euch vielleicht vorstellt, wenn ihr einen kleinen Kanal habt oder ähnliches. Ich habe nicht viel gefunden und bei den großen YouTubern habe ich auch mal ein bisschen geschaut und auch da habe ich gemerkt, dass viele Kanäle kaum noch Videos machen oder sehr unregelmäßig und dass die Videos auch sehr schlecht geklickt sind. Auch bei Social Blade habe ich mal geschaut. Leute, die noch vor ein paar Monaten, vor einem Jahr wirklich sehr, sehr viele Klicks hatten, haben vielleicht jetzt ein Drittel davon oder so. Und einige leben davon. Bei einigen ist es der Hauptjob. Der Hauptjob. Ich habe auch ein paar Freunde und ein paar Bekannte, die, mit denen ich mich auch unterhalte, die auch YouTube machen. Und einige leben davon. Und die sagen dann auch, Simon, ja, stimmt. Wenn ich Fitness-Content mache, dann kriege ich einen auf den Deckel. Und ja, und da muss man aufpassen, was man sagt. Und, nicht noch ein Brustvideo. Und wenn man dann ein bisschen was Spezielleres machen will, dann wird man gleich runtergemacht von der Community. Weil ja, aber hast du nicht die und die Studie und der sagt doch das. Und das ist doch Quatsch, was du erzählst. Sobald, und wie gesagt, ich habe mich mit jemandem unterhalten. Sobald man dann aber was irgendwie Persönliches macht, kommt dann gleich, boah, was ist, soll das denn? Und kein Fitness-Content mehr und so. Worauf will ich hinaus? Warum gibt es meiner Meinung nach zurzeit so wenig Fitness-YouTube, so wenig guten Fitness-Content? Und das liegt nicht an den YouTubern, sondern es liegt an euch. Und dieses Video möchte ich wirklich an euch oder ich möchte mich an euch wenden und wirklich mal sagen, seid doch mal ein bisschen dankbarer für diesen Content. Ich, als ich jung war, als ich diese Flex gelesen habe, als ich diesen blödsinnigen Content gelesen habe, ich wäre so dankbar gewesen für das, was ihr habt. Und ihr macht es euch selbst kaputt. Ihr macht es euch kaputt. Ich habe wirklich mal Kommentare gelesen und bei anderen Videos, besonders aber auch auf Facebook und bei anderen Seiten. Und ich habe mich so geschämt. Und das meine ich jetzt wirklich. Und ich habe mich geschämt als jemand, der diesen Sport macht. Wenn jemand diesen Sport nicht kennt und da auf irgendwelche Fitnessseiten geht, und sich da die Kommentare durchliest, dann ist doch klar, dass der ein schlechtes Bild von Bodybuilding bekommt. Also ich habe, als ich angefangen habe mit meinem Kanal, ich wollte Gain with Brain, ich wollte das Ganze etwas anspruchsvoller machen, etwas kultivierter, auch in den Kommentaren. Ich dachte wirklich, dass man da ja, ein bisschen was bewegen kann, wie die Sicht so ist. Aber ihr macht es euch selbst kaputt. Warum? Weil ihr, wenn jemand guten Content macht, dann guckt ihr nicht. Ihr guckt nicht. Und wenn jemand dann irgendwie so einen blöden Beef
auspackt oder der macht das falsch oder der macht das schlecht oder der gegen den und dann diese ganze Lager. Da guckt ihr und damit bestärkt ihr diesen Content. Ihr müsst wirklich verstehen, dass ihr mit euren Klicks, mit euren Kommentaren diesen Content bestärkt, weil, wie gesagt, viele leben davon und dann machen sie halt mehr von solchen Content. Und das ist einfach so schade, dass ihr es einfach nicht so wertschätzt, was ihr da bekommt. Auch wenn ich dann mal irgendwie ein Thema mache, was nicht so, oder was vielleicht einige nicht erwarten. Simon, Deabo, ich erwarte von dir Fitness-Content. Leute, ihr habt kostenlosen Content. Was ist denn los mit euch? Nehmt das an, was ihr bekommt. Und auch wenn ihr Werbung bekommt, das ist keine Abzocke. Wenn jemand Werbung macht und das ist sein Job, dann ist das keine Abzocke. Ihr sollt nicht darunter schreiben, der will euch nur abzocken. Das ist Blödsinn. Wo ist es denn Abzocke, wenn man für ein Produkt, hinter dem man steht, Werbung macht, um diesen Kanal betreiben zu können? Es ist keine Abzocke. Und ihr glaubt gar nicht, ich würde dieses Ding, weil ich wirklich, manchmal liest man diese Kommentare und dann denkt man, oh Gott, ich hab das nicht nötig, ich mach diesen Quatsch nicht. Dann trifft man aber wiederum Leute. Vor 2 Tagen habe ich in der Stadt noch welche getroffen und die meinten, Simon, ich schaue dich so gerne, du hast mir so geholfen. Ich schaue deine Videos, deine Rezepte und durch dich koche ich. Und von solchen Menschen gibt es so viele, auch wirklich handgeschriebene Briefe, die man bekommt. Man hilft so vielen Menschen und für die mache ich das. Aber das vergisst man einfach, weil man nur noch dieses Gehasse, diese furchtbare Missgunst sieht und das völlig grundlos. Und die Leute, die dann gerne kommentieren würden, und das haben mir die Leute dann auch bestätigt, die schreiben gar keine Kommentare mehr. Die sagen, Simon, ich lese diese Kommentare gar nicht mehr. Macht euch nichts aus diesen Kommentaren. Ich lese die gar nicht mehr. Ich will aber, dass ihr kommentiert. Ich möchte, dass da wieder ein bisschen was reinkommt. Ich möchte auch, dass ich auch wieder sehe, was möchtet ihr? Wo habt ihr Interesse? Aber da kommt nichts. Da kommen immer nur blöde, missgünstige Kommentare, Simon, dein Content ist nicht mehr der er früher mal war. Das ist Blödsinn. Ja, aber Simon, du hast selbst, du machst jetzt zu viel mit Autos. Nein, ich mache weniger mit Autos. Schaut euch mal meine ersten ganz frühen Videos an. Ich habe immer, eines meiner ersten Videos war aus dem Auto. Es war vielleicht nicht so ein dickes Auto, aber das hat auch mit dem Video nichts zu tun. Ich habe damals meine Motorräder vorgestellt. Ganz die ersten Videos. Die ersten Videos waren über Motorräder, über Autos. Und warum? Weil es ein Teil von mir ist. Es ist mein Kanal. Ich liebe Autos. Ich liebe Motorräder. Schon immer. Und es ist ein Teil meines Kanals. Es ist ein Teil von mir. Ich möchte mit euch Wissen teilen. Ich möchte aber auch meine Leidenschaft für den Sport, für die Autos, für die Motorräder auch ein bisschen teilen. Und da verändere ich mich nicht. Und ich bin nicht jetzt irgendwie anders oder irgendwas anderes. Und selbst wenn, nutzt doch den Teil vom Kanal, den ihr gut findet und zeigt es den Leuten, nicht nur mir, uns geht's, unserem Kanal geht es noch ganz gut, aber zeigt es doch anderen wieder mal. Schreibt nicht immer nur negative Kommentare, sondern schreibt doch einfach auch mal positive Kommentare. Schreibt doch mal Danke, schreibt doch mal, gebt doch mal einen Daumen hoch. Das tut doch nicht weh, wenn ihr da mal einen Daumen nach oben klickt, weil die Bock haben, die aufs Prinzip den Daumen nach unten klicken, die machen's. Und die klauen euch dann euren Content, wenn ihr den gut findet. Wenn ihr den gut findet, wenn ihr ihn scheiße findet, ist was anderes, aber dann schreibt gar nichts, dann guckt nicht hin, meine Güte. Aber wenn ihr den Content gut findet, dann gebt doch den Daumen nach oben, klickt doch mal drauf, unterstützt doch mal eure Leute, die euch weitergebracht haben. Ich weiß, dass zum Beispiel früher auch die ganze KLS-Geschichte und Misha und Patrick und so weiter, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht haben die auch ein bisschen Scheiße gebaut, ich habe keine Ahnung, aber sie haben so viel Gutes auch vielen von euch gegeben. Sie haben so viel, ja, diesen Fitness so in, ja, populär gemacht und da sich so völlig abzuwenden und das so völlig runterzumachen und so auf unterirdische Art und Weise, boah, es ist so furchtbar, es ist so peinlich manchmal, auch die Sprache und das ist so, boah, das schämt man sich so, wenn man diese Kommentare liest und glaub mir, wenn ich, also das tut auch nicht weh oder so. Das ist ja auch kein persönlicher Angriff. Damit schadet ihr nicht der Person, sondern euch selbst und dem Sport, weil es einfach so peinlich ist manchmal. Ich habe nichts gegen witzige Kommentare und das finde ich total lustig, wenn es nicht überhand nimmt. Aber die Kommentare sind dafür da, das Video zu kommentieren, den Inhalt zu kommentieren, YouTube zu lenken und dafür
dachte ich wirklich, dass YouTube ja, von euch gegebenes Programm ist. Aber irgendwie scheint es manchmal nicht so zu sein. Und ich würde mir sehr, 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 sehr wünschen, deswegen ist mir das Video sehr, sehr wichtig, das mal wieder in positive Bahnen zu lenken. Wirklich, versucht doch mal positiver zu sein. Versucht das Gute zu sehen in den Sachen. Natürlich, wenn was schlecht ist oder so, sollt ihr das ansprechen. Natürlich, ich bin auch nicht jemand, der irgendwie da alles ausblendet. Aber hört doch auf mit diesem, der will euch nur abziehen oder der macht Werbung um Gottes Willen und so weiter. So ein Blödsinn. Leute, das ist der Job von vielen Leuten. Das ist, YouTuber ist nicht mal eben, ich setze mich kurz mal hin und mache ein Video. Manchmal mache ich das so wie jetzt. Aber oftmals ist es viel Recherche und viel Wissensvideos und so weiter. Und die werden dann am schlechtesten geklickt, komischerweise. Schaut die doch. Wirklich die Videos, wo man sich Mühe gibt. Und selbst wenn es das 10. Brusttutorial ist, es gibt immer neue Leute. Meckert doch nicht rum, der macht das 10. Brusttutorial. Es gibt neue Leute. Jeden Tag bei uns vielleicht irgendwo, jeden Tag um die 150 bis 200 neue Abonnenten. Jeden Tag. Und die kennen die Videos noch nicht. Und die freuen sich über ein neues Brustvideo. Seid doch da mal ein bisschen, ja, schaut doch nicht immer nur auf euch. Schaut doch nicht immer nur, oh, das passt mir jetzt nicht, deswegen ist das scheiße. Nein, 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 nein. Unterstützt wirklich dieses YouTube-Ding, dieses Fitness-YouTube-Ding. Ich wäre unglaublich dankbar gewesen, wenn es so etwas früher gegeben hätte. Und wie gesagt, das ist mein Kanal und hier gibt es immer den gleichen Content. Wenn ihr Montag Gym-Videos mögt, dann guckt Montag. Wenn ihr Trainingsvideos, wenn ihr Ernährungsvideos mögt, dann ist Mittwoch der Tag für euch. Und wenn es auch mal psychologisch oder eben ein Teil meines Lebens ist und Autos, Motorräder sind ein Teil meines Lebens. Ich liebe sie. Das nochmal, Punkt. Und ja, dann schaut ihr auch mal Freitag vorbei. Und Samstag gibt es Supplement-Tests. Und beschwert euch nicht, dass ich Samstag Werbung mache. Samstag empfehle ich Produkte, erzähle etwas über Wirkstoffe, erzähle etwas über Inhaltsstoffe und so weiter. Und ja, wie gesagt, sagt dankbarer. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz furchtbare Eigenschaft von ganz, ganz vielen Menschen. Besonders hier in Deutschland habe ich das Gefühl, wie gesagt, auch wenn ihr da das anders seht, konstruktiv diskutiert darunter, diskutiert unter diesen Videos. Dann habe ich sehr, sehr große Hoffnung, dass dieses Ganze wieder ein bisschen nach vorne geht, dass man sich nicht nur immer irgendwie bekriegt und bezofft oder so, sondern dass man wirklich mal zusammen, vielleicht so wie früher, man hat zusammen sich getroffen und Videos gemacht und so weiter. Das war cool. Heutzutage gibt es nur noch, nee, aber ich darf nicht mit dir, weil ich bin bei dem Hersteller und da gibt es das und da ist dann so ein Blödsinn. Völliger Quatsch. Wie gesagt, bei mir ist jeder willkommen und deswegen im Unigym können wir trainieren, wer möchte. Ich bin da offen für alles. Ich habe mit niemandem ein Problem, nur mit Leuten, die das alles schlecht machen. Weil so schlecht ist es nicht, es ist sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt habe ich viel geredet, aber ich musste mir ein bisschen was von der Seele reden, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Und ja, meine Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Auch wenn Facebook echt furchtbar ist, finde ich, zurzeit. Aber egal, bei Instagram ist es ein bisschen humaner, das Ganze. Und die besten Supplements, Body IP Nutrition. Und das ist keine Abzocke, sondern einfach mit vollem Herzen und mit meinem Namen stehe ich dahinter und ich bin der beste Kunde und es ist einfach so. Punkt. Bis dahin.